VR-Brillen, die kennt ihr sicherlich. VR steht für virtuelle Realität, also eine Welt, die es nur digital gibt, die sich aber trotzdem krass echt anfühlt. Wie das geht und was dabei mit unserem Körper passiert, das finde ich in diesem Video heraus. Und zwar so lange, wie es mein Körper aushält. Und diese beiden, die helfen mir. Daniel ist Sportmediziner und steht bereit, falls mir auf meiner Reise übel oder schwindelig wird. Tobias ist VR-Spezialist. Er kümmert sich um die Technik für meine virtuelle Reise. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Reise in die virtuelle Welt und brauche dafür die Brille? Genau. Einfach aufsetzen? Genau, ein bisschen locker drehen hinten. So, und jetzt vorsichtig auf den Kopf setzen. Okay. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich so eine Brille auf habe tatsächlich. Und an der Brille sind auch Kopfhörer. Dann schnallt mir Daniel noch ein Messgerät an mein Handgelenk. Damit will er meinen Puls überwachen. Der liegt gerade bei 92 Herzschlägen pro Minute. Was könnten denn jetzt für Nebenwirkungen auftreten bei so einer Reise in so eine virtuelle Welt? Also es könnte schon sein, dass dir übel wird, Schwindel auftritt oder auch Kopfschmerzen. Ja? Aber du musst dir keine Sorgen machen. Wir passen gut auf dich auf und ja, du kannst das Experiment auch jederzeit abbrechen. Tobias startet einen Computer, der die virtuellen Welten über ein Kabel in meine Brille überträgt. Unser Studio ist übrigens grün, damit wir euch mit Hilfe einer speziellen Technik zeigen können, was ich jetzt gerade sehe. Okay. Oh, krass. Ich stehe auf einem Schiffswrack, glaube ich. Das ist richtig abgefahren. Na klar, das gibt's ja in echt nicht. Ich kann es nicht anfassen. Ich find's gerade super unheimlich. Und ich kann mich jetzt hier mal so ein bisschen... Oh! Oh, wie krass. Ein riesiger Wal kommt gerade auf mich zu. Er guckt mich an. Ich versuche jetzt mal an den Rand zu gehen. Wow! Das Ganze fühlt sich ziemlich echt an. Fast als würde ich wirklich unter Wasser stehen. Tobias erklärt mir, wie die Technik funktioniert. Der Wal, der Rochen, das Schiffswrack, das alles ist mit einem Computer entworfen und animiert worden. Ein dreidimensionaler Raum. Ich stehe mittendrin und kann diese 3D-Computerwelt in Echtzeit um mich herum mit der Brille wahrnehmen. Es gibt verschiedene VR-Brillen und Systeme, aber alle haben eins gemeinsam. Sie erkennen, wo und wie ich stehe oder ob ich mich bewege, und sie zeigen mir das entsprechende Bild an. Gucke ich nach vorne, sehe ich den Wal. Gucke ich nach rechts, den Rochen. Und unter mir, das sind die Planken des Schiffs. Ich sehe also in der virtuellen Computerwelt so, wie ich es auch sonst in der realen Welt tue. Daher kommt auch der Begriff virtuelle Realität. Einmal drehen. So. Ich bin in einem Raum. Ich bin wie in einem... Okay, das ist irgendwie fies. Es fühlt sich eng an, obwohl da eine Tür ist. Sind da irgendwo Knöpfe? Machen wir noch einen Schritt nach hinten vielleicht? Ja, ich sehe hier sehe ich irgendwie was. So einen silbergoldenen Knopf. Mhm. Drück doch mal den Knopf für die oberste Etage. Wie drücke ich den jetzt? Mit deinem Controller, so als würdest du wirklich den Knopf drücken. Okay, das ist ja der Wahnsinn. Und ich sehe durch diesen Schlitz hier, dass wir nach oben fahren. Wow! Okay, ich bin irgendwie ganz oben auf einem Hochhaus. Das ist krass, es ist jetzt eine Überwindung, obwohl das nicht echt ist. Es fühlt sich aber so an. Ja, da ist wirklich eine Planke. Also, ich habe normal keine Höhenangst, aber es fühlt sich jetzt irgendwie nicht gut an, muss ich sagen. Es ist ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Und obwohl das jetzt eine Computerwelt ist, sagt mir mein Körper, das ist irgendwie gefährlich. Ja! Ah! Boah, das ist fies gewesen.
Jetzt bist du tatsächlich abgestürzt. Ein bisschen Schiss hatte ich trotzdem, obwohl es ja nicht echt ist. Wie war mein Puls, Daniel? Hast du mal gecheckt? Ja, also man hat es auch deutlich gesehen. Also die Pulsfrequenz ist schon bestimmt 30 Schläge über deinem Ruhepuls. Ist nach oben gegangen? Doch. Ja. Warum lässt sich das Gehirn da so austricksen? Also dein Gehirn sucht halt eben Vergleiche aus der echten Welt. Und wenn es einen Abgrund sieht, dann denkt es, es ist ein Abgrund, auch wenn er nur virtuell ist. Meine Augen sehen, dass ich über einem Abgrund stehe und senden diese Information ans Gehirn. Und was passiert dort mit dieser Information? Jetzt spielen, einfach gesagt, zwei Bereiche eine Rolle, das Frontalhirn und die Amygdala. Das Frontalhirn ist für das bewusste Denken zuständig und könnte die Situation richtig bewerten. Nee, der Abgrund ist nicht echt. Ich habe doch eine VR-Brille auf. Aber die Amygdala ist schneller als das bewusste Denken. Sie ist eine Art Alarmglocke im Gehirn und reagiert blitzschnell auf mögliche Gefahren. Ein Abgrund, Lebensgefahr. Die Amygdala weiß nicht, dass der Abgrund nicht echt ist. Deshalb sorgt sie dafür, dass im Körper ein Angstgefühl ausgelöst wird. Virtuelle Realitäten können also unser Gehirn austricksen. Ich gebe dir was zum Festhalten, denn du fährst jetzt Achterbahn. Okay. Viel Spaß. Aber ich muss nichts machen, einfach nur stehen. Genau. Okay. Oh, nee. Ah! Okay, das ist krass. Boah, das ist fies. Da wird mir echt schwindelig. Geschafft, oder? Puh. Also, fand ich jetzt, war echt eine andere Erfahrung. Mir ist fast ein bisschen übel. Und das hat wieder etwas mit dem Gehirn zu tun. Meine Augen sehen das Bild der Achterbahnstrecke und senden die Information, Achtung, wir bewegen uns, ans Gehirn. Aber mein Körper meldet eine völlig andere Information, nämlich, dass ich stehe. Jetzt ist das Gehirn verwirrt, denn diese Informationen passen einfach nicht zusammen. Tobias? Oh. Geht's? Ja. Willkommen in der Realität zurück. Da bin ich wieder. Das fand ich jetzt sehr unangenehm. Wie sieht's denn hier mit meinem Puls aus, Daniel? Das ist ganz interessant. Dein Puls ist zwischenzeitlich sogar angestiegen. Mhm. Was weniger daran liegt, dass du dich körperlich angestrengt hast, sondern vielmehr, du hast ja berichtet, dass dir schwindelig und auch ein bisschen unwohl geworden ist. Ja. Und das ist natürlich Stress für den Körper und dadurch ist die Pulsfrequenz angestiegen. Also diese virtuellen Realitäten, die haben mich schon gepackt, muss ich sagen. Ich fand das cool, ich fand es spannend, ich fand es aufregend. Was glaubst du, wie wird virtuelle Realität in der Zukunft bei uns stattfinden? Ich glaube, das wird eine große Rolle spielen. Also die Technik wird noch deutlich besser werden, die Inhalte werden cooler werden. Also da kommt noch eine Menge, das wird spannend. Habt ihr schon Erfahrungen mit virtueller Realität gemacht? Und könntet ihr euch vorstellen, das Ganze im Unterricht einzusetzen? Und wenn ja, in welchen Fächern? Schreibt mir eure Ideen gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert einfach unseren Kanal für mehr spannende Videos. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, habe ich euch hier die ganze Sendung verlinkt.